Ja, hallo, hier ist wieder der Frank von fotologbuch.de mit einem neuen Video zu Adobe Lightroom. Eigentlich könnte ich sogar guten Morgen sagen, also wen es mal interessiert, die meisten Videos entstehen hier so morgens zwischen 5 und 7, beziehungsweise 5 und 6. Ja, was wollen wir heute machen? Heute soll es mal um das Thema Teiltonung gehen in Adobe Lightroom. Ich habe hier mal ein paar Bilder rausgesucht dafür, wo man das auch mal verwenden kann. Macht man nicht immer, wie gesagt, ist eine Sache, die man speziell mal nutzen kann, um so ein paar Bilder mit einem speziellen Look zu versehen. Aber wie gesagt, zu oft sollte man es halt auch nicht verwenden. Jedenfalls, ich mache es nicht. Okay, gucken wir mal rein, wie gesagt, was können wir damit machen? Teiltonung. Jeder kennt ja von euch, sag mal, diese Kreativautomatiken, die es an jeder Knipse gibt. Schwarz-Weiß-Bild mit Sepiaton. Das kann sogar meine Tochter, wie gesagt, solche Farbstiche könnt ihr bei Schwarz-Weiß-Bildern zum Beispiel erzeugen. Ihr könnt aber auch mal bei Farbbildern hier ganz interessante Bildlooks mal erstellen oder erzeugen. Und auch, ich habe hier ein Beispiel gefunden, wo ich sogar mal einen Farbstich teilweise damit eigentlich wieder korrigiert habe, weil mir das so, wie gesagt, am Anfang erst nicht gefallen hat. Aber lassen wir uns das einfach Stück für Stück jetzt durchgehen. Gut, was haben wir hier für Regler? Also, wir haben hier einmal einen Regler für den Farbton der Einfärbung hier für die Lichter. Können also sagen, welchen Farbton wir nehmen wollen und wie stark der gesättigt sein soll. Dann das gleiche hier, Farbton für die Schatten. Wie gesagt, einmal welcher Farbton, wie stark gesättigt. Und dann haben wir hier noch einen Regler sozusagen für den Abgleich. Wann wird das Bild sozusagen der Farbton als Licht betrachtet im Sinne der Einfärbung und wann soll es ein Schatten sein? Da kann man diese Grenze sozusagen zwischen Licht und Schatten noch ein bisschen verschieben. Dann haben wir hier noch ein bisschen diese Farbfelder. Und wir haben natürlich auch wieder die Möglichkeit der Zielkorrektur. Fangen wir einfach mal an. Ich habe hier ein paar Bilder herausgesucht. Dieses Bild, so sieht es halt aus. Reine weg als Schwarz-Weiß-Umwandlung. Und wir wollen das mal ein bisschen einfärben. Jetzt haben wir die Möglichkeit, entweder hier über diese Regler zu arbeiten. Da passiert erstmal noch gar nichts. Seht ihr, im Bild seht ihr noch nichts. Wenn ihr dabei aber mal die Alt-Taste seht oder drückt, könnt ihr so ein bisschen schon, weil die total übersättigt wird jetzt von der Darstellung her, könnt ihr schon ein bisschen was erahnen. Das mache ich eigentlich meistens nicht, wie gesagt, auch hier diese ganzen Geschichten so einzufärben. Ich nutze für den ersten Schritt eigentlich immer diese Zielkorrektur, dass ich sage, ich suche mir hier eine Farbe raus, die ich dort ungefähr haben möchte. Und dann kann ich sagen, kann ich hier mal diese Sache so einstellen. Dann haben wir hier sofort den Farbton und auch die Sättigung erstmal eingestellt und kann dann über diese Regler hier die ganze Sache nur noch feintunen. Oder ich sag mal hier, gehen wir mal in so ein Farbfeld rein. Wie gesagt, die Möglichkeiten habt ihr auch. Das sind so die Varianten, wie gesagt, die ihr nutzen könnt, um solche Tonungen zu erzielen, wie gesagt. Oder eben, ihr verschiebt das Ganze nachher nochmal und könnt euch so live das Bild auch angucken, was dabei entsteht. Okay, sagt, ich lasse es mal so. So finde ich es eigentlich interessanter. Haben wir das erste Bild schon mal soweit betrachtet. Wie gesagt, das war mal so eine Einfärbung für so ein Schwarz-Weiß-Bild. Zweites ist hier so ein Bild, was ich letztes Jahr im Herbst mal aufgenommen habe. Sagt, um diese herbstliche Stimmung noch ein bisschen zu verstärken, habe ich hier die Lichter und die Schatten noch mal entsprechend eingefärbt. Das heißt, ich bin hier reingegangen zum Beispiel auch wieder über einen Farbton. Also ihr merkt, ich nehme die Regler eigentlich fast gar nicht nachher nur zum Feintunen. Die Lichter hier wieder in diesen Gelbton mit reingenommen. Ja, das ist okay. Und die Schatten, da bin ich eher hier in dem Bereich gelandet, dass ich sozusagen so eine Einfärbung so ein bisschen auch hier in diesen Farbbereich rein habe. Sozusagen sieht eigentlich für mich interessanter aus. Das müsst ihr überlegen. Wie gesagt, sowas ist ja auch immer Geschmacksfrage. Ich hole mal das Bild zum Vergleich ran. Wie gesagt, das war unser Ausgangsbild. Das ist letztendlich unser Bild, was wir jetzt fertig haben. Ja, gefällt mir so doch viel besser, wie gesagt. Da haben wir hier mal die Lichter und die Schatten entsprechend unterschiedlich auch eingefärbt bei einem Farbbild. Vierte Bild. So, ist auch letztes Jahr im Sommer mal aufgenommen worden, oben im totalen Nebel. Sieht aber im ersten Moment noch ein bisschen unspektakulär aus und wir wollen ein bisschen die Dramatik noch erhöhen, die das da oben auf dem Berg halt hatte im Allgäu. Also muss man gucken, dass man hier sag mal, vielleicht über eine Einfärbung noch was hinkriegt. Und da habe ich auch hier, ja, mal hier in dem Bereich bin ich reingegangen. Habe also hier ja, diese Lichter und die Schatten noch mal
Auch hier wieder. Ja. So. Das kann man dann alles hier über diese Regler noch ein bisschen feintunen. Wenn einem das noch nicht ganz gefällt, kann man das hier noch ein bisschen nachsteuern. So, Lichter. Nö, das passt eigentlich schon noch. Ein kleines bisschen könnte man hier fast noch. Das ist letztendlich der Look, den ich damit erzielt habe. Wie gesagt, auch hier mal wieder Vergleich, vorher, nachher. Also mir hat letztendlich dieses Bild hier besser gefallen. Das war halt ein bisschen fad, so würde ich es mal nennen. Okay. Letztes Beispiel, was ich hier rausgesucht hatte, ist auch ein Bild, was ich letztes Jahr aufgenommen habe. Aber wie gesagt, ihr seht schon, das Bild hat natürlich auch aufgrund der Umgebung so ein bisschen so einen Farbstich. Überall grün, auch hier die Schuhe so schön bemoost, weil die ja schon eine ganze Weile da rumstehen. Und ich wollte wenigstens diesen Farbstich hier auf den Schuhen so ein bisschen raus haben. Und dann habe ich gedacht, okay, nutzen wir mal hier, sag mal, die Teiltonung. Das heißt, die Lichter fasse ich gar nicht an, sondern ich gehe hier reine weg nur in die Schatten. Und suche mir hier mal so einen Bereich wieder im Bereich Magenta-Blau raus. So. Ihr seht schon an den Schuhen jetzt. Jetzt sind die hier entsprechend, weil das natürlich dunkle Farbtöne sind, auch hier wesentlich natürlicher dargestellt worden. Wie gesagt, es ist immer so ein Spiel, ihr müsst, klickt einfach hier in dieser Zielwahl rum und guckt, was euch gefällt. Das ist auch immer teilweise ein Zufall, den ihr damit erzeugt, aber wie gesagt, man muss es halt einfach probieren. Gut, da gucken wir auch hier zum Schluss nochmal das Vergleichsbild an für diese Teiltonung. Wie gesagt, das war ja das, was wir vorher hatten. Schalten wir auch hier sozusagen den Vergleich halt an. Dann haben wir hier mal dieses Bild doch mit diesem Grünstich halt, während wir das hier entsprechend so korrigiert haben. Und das gefällt mir eigentlich so schon wesentlich besser. Tja, damit sind wir auch wieder am Ende von diesem Video angelangt. Ich hoffe, ich konnte euch mal zeigen, was man mit dieser Teiltonung machen kann. Konnte euch anregen, vielleicht das ganze Ding ab und zu mal zu verwenden. Wie gesagt, bei mir wird es wirklich nicht so oft angewendet, weil ich, wie gesagt, irgendwann ist man es auch leid. Und irgendwann mag man auch diese ganzen Sepia-Tonungen irgendwie nicht mehr sehen. Probiert euch einfach aus. Ich danke euch wie immer für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wie gesagt, wenn ihr mich mal auf meiner Facebook-Seite besucht, würde ich mich freuen. Wenn ihr Kommentare habt für die Videos, würde ich mich natürlich auch freuen. Besucht mich auf meinem Blog. Ansonsten danke ich euch auf jeden Fall wieder für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Frank von fotologbuch.de.